Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. 12 Minuten, ich fange an, schnell zu sprechen. Couch ist auch da für einen Psychologen, sehr hilfreich. Also wer im Nachgang noch ein Problem hat, wir treffen uns dann hier. Das 7+7 gesunder Führung beinhaltet 7 psychische Grundbedürfnisse und 7 Resilienzfaktoren. Ist dazu da, dass Menschen tatsächlich auch unter Führung und in Unternehmen gesund bleiben können und Leistung bringen können. Und ich möchte euch heute ein bisschen was dazu erzählen, denn das ist so meine große Lebensaufgabe, eben Menschen nicht nur wieder fit und gesund zu machen, sondern beim Gesundbleiben zu begleiten. Was bedeutet gesunde Führung? Gesunde Führung bedeutet für mich immer die Frage, ist jemand am Ende des Tages, schaut er so aus? Oder schaut er so aus? Und ich werde tatsächlich oft gefragt, führt schlechte Führung zu Burnout? Und da sagt die Wissenschaft ganz klar, ja. Führungsstil ist eine der wichtigsten Einflussgrößen auf die Gesundheit von Mitarbeitern. Man mag es nicht glauben. Und ob Mitarbeiter unter Belastung am Ende des Tages so oder so sind, hat für mich als Führungskraft sozusagen, ist es ein wichtiger Wirkfaktor. Dazu meine Frage, wer hier im Raum ist überhaupt eine Führungskraft? Mal kurz die Hand heben. Okay. Aha. Wer von euch ist eine gute Führungskraft? Man kann es die Hand heben. Ja, okay. Ich war auch mal Führungskraft, habe einen Krisendienst geleitet. War auch eine großartige Führungskraft. Wer von euch hat eine Führungskraft? Na, die Hand, ja. Und wer von euch hat eine richtig gute Führungskraft? Okay, genau. Das, was ich euch erzähle, ist nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für euch als Mitarbeiter relevant. Manche werden vielleicht irgendwann Führungskräfte. Und Führung, gesunde Führung hat viel mit Selbstführung zu tun. Hat nicht nur mit Mitarbeiterführung zu tun, es hat auch mit Selbstführung zu tun und damit mit Persönlichkeitsentwicklung. Und wie kann die Persönlichkeit sich entwickeln? Durch viel Zeit, Reifen, ja, 10, 20, 30, 40 Jahre, wenn man Glück hat. Bei manchen reicht das auch nicht. Ja. Oder indem ich mir sozusagen Hilfe hole und mich beim Entwickeln unterstütze. Persönlichkeitscoaching nennt man das heute. Und damit meine ich aber nicht so mal 10 Sitzungen irgendwie ein bisschen lösungsorientiert, sondern wirklich hinzuschauen, wer bin ich, was macht mich aus, was sind meine Grundbedürfnisse, wie interagiere ich mit meinen Mitarbeitern. Also persönlichkeitsbildende Maßnahmen. Und das sage ich nicht nur, weil ich davon lebe, sondern weil das tatsächlich auch wissenschaftliche Faktoren sind, die das belegen können. Solche Mitarbeiter möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter so ausschauen. Ich möchte, dass die so ausschauen. Oder so. Das ist Angst. Ja? Menschen, die so aussehen, die haben Angst. Und wer am Sonntagabend, und ich kenne solche Leute, ich habe die in Therapie, ich habe die im Coaching gehabt. Wer am Sonntagabend nach dem Tatort so ausschaut, weil er an den Job denkt, da läuft was falsch. Und da läuft meistens auf der Ebene der Führungskräfte was falsch. Führungskräfte haben in der Regel Druck. Und die Frage ist immer, gebt ihr als Führungskräfte, geben wir den Druck einfach so weiter? Wie gut kann ich den Druck selber regulieren als Führungskraft, meinen eigenen Druck? Verbreite ich Angst und Schrecken, dann habe ich solche Mitarbeiter. Oder schaffe ich sozusagen unter dem Druck, unter der Belastung, mich selbst zu regulieren, mich selbst zu führen und dann auch meine Mitarbeiter mitzunehmen, mitzuführen und für gesunde Führung zu sorgen. Im Übrigen, gesunde Führung bedeutet auch, wie gesund bin ich eigentlich mit mir? Wie gut gehe ich mit mir selbst um? Bin ich ein Vorbild? Oder sitze ich am Abend mit dem Schweinsbraten vorm Laptop, trinkt 13 halbe, ja, und sagt meinen Mitarbeitern, lebt gesund. Ja. Das ist übrigens auch ein Grundbedürfnis, was da verletzt wird, nämlich die Konsistenz. Inkonsistentes Verhalten macht Stress. Also, solche Mitarbeiter wollen wir. Und damit wir das ein bisschen hinbekommen oder damit wir davon auch leben können und auch die Frage, warum will ich überhaupt gesund führen, schauen wir uns mal die Grundbedürfnisse des Menschen an. Ich greife aus dem 7+7, aus den 7 Grundbedürfnissen 5 raus. Das sind die Basisgrundbedürfnisse. 5 Basisgrundbedürfnisse. Und was macht ein Grundbedürfnis aus? Ein essentielles Grundbedürfnis, ich brauche das zum Leben. Wer hat schon mal länger als 7 Minuten nicht geatmet?
mal die Hand heben. Und was würde passieren, wenn euch jemand daran hindern würde, zu atmen? Dann würdet ihr Stress bekommen. Und damit meine ich nicht dieses landläufige Wort von ich habe Stress, sondern im Gehirn würde eine Alarmreaktion starten, die euren Körper in einen Notfallzustand versetzt, in lebensbedrohliche Gefahr ist da. Und dann habt ihr richtig Stress, neurobiologischen Stress. Und ihr werdet das verhindern. Und das Gleiche gilt für die psychischen Grundbedürfnisse. Wenn die nicht erfüllt werden, haben wir Stress. Bindung, wichtigstes, erstes Grundbedürfnis. Ein Teil in meinem Gehirn, in eurem Gehirn, misst permanent, nennt sich Social Engagement System, wie gut unsere Beziehungen sind. Menschen brauchen Beziehung, Bindung, ganz klar. Und das Fatale daran ist, wir brauchen auch noch gute und sichere Bindungen. Instabile, entwertende, ungute Beziehungen, unsichere Beziehungen machen auch Stress, Mist. Autonomie, Menschen brauchen Autonomie. Menschen brauchen einen Selbstwert. Menschen brauchen Identität und einen Sinn. Und jetzt stellt euch mal vor, und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, ihr macht einen Job, der macht keinen Sinn. Der ist total sinnlos. Den findet ihr völlig sinnbefreit. Im besten Fall langweilt ihr euch. Aber auch darunter wären Menschen krank. Wenn Menschen keinen Sinn finden, wenn Menschen im Job auch keine Identität finden, wenn ihr Selbstwert durch ihre Führungskraft beschädigt wird, weil sie entwertet werden, runtergemacht werden, zur Sau gemacht werden, weil sie dann voller Angst am Sonntagabend, oh Gott, morgen wieder mein Chef, scheiße, kriegen Stress. Wenn sie nicht selber Dinge tun dürfen, Autonomie, Selbstwirksamkeit, kriegen sie Stress. Und das ist etwas, was man nicht durch Technik verändern kann als Führungskraft, sondern nur durch eine innere Haltung. Eine innere Haltung bedeutet einen gewissen Geist. Und damit meine ich kein Gespenst. Ein gewisser Geist von Wertschätzung, von Achtung, von Visionen vermitteln, mit sich selbst gut umgehen und mit den Menschen, die wir begleiten, auch gut umzugehen. Sinn vermitteln, Anerkennung geben, Wertschätzung. Und das ist keine Technik. Frau Meier, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Das ist nicht authentisch. Und Authentizität kann ich natürlich nur entwickeln, indem ich meine Persönlichkeit entwickle. Ganz einfach. Wie das mit der Bindung und mit der Verbundenheit geht, machen wir gleich an einem Experiment. Aber noch mal ganz kurz zurück, warum überhaupt gesunde Führung? Was soll der ganze Kram? Im Endeffekt, wenn ich Unternehmer bin, wenn ich Führungskraft bin, muss ich Zahlen liefern. Ich möchte, dass der Umsatz steigt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter gewisse Leistungen erbringen. Das macht Sinn, weil sonst bräuchte man nicht zur Arbeit gehen. Ich als Unternehmer, als Führungskraft möchte aber auch gesunde Mitarbeiter. Ich möchte frohe Mitarbeiter. Ich möchte zufriedene Mitarbeiter. Weil ich weiß, wenn die das tatsächlich sind und ich einen Teil dazu beitragen kann, dann bleiben die länger gesund. Es gibt weniger Fluktuation, weniger Know-how-Abwanderung, weniger Krankenstand. Das kann man messen. Also, wie kann ich zum Beispiel Bindung oder Verbundenheit, wie kann ich das herstellen? Und dazu machen wir mal ein kleines Experiment. Wer kennt diese Zeile? Ich probiere es mal. Schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Schön, dass wir beisammen sind, wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Was steckt da drin? Habt ihr mal Kinder beobachtet, wenn dieses Lied gesungen wird, wie die Augen leuchten, wie die Brust stolz rauskommt? Nicht diese Zeile, das machen schon Kinder mit einem Jahr, die verstehen noch gar nicht, was da gesungen wird. Das geht um eine Haltung. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Du bist herzlich willkommen. Und dann leuchten die Augen. Ja. Schaut euch diesen Baum an. Ich gebe euch ein Bild dazu. Und jetzt schließt mal für einen Moment die Augen. Und ihr könnt euch alle diesen Baum vorstellen oder einen anderen Baum. Und stellt euch vor, ihr seid ein Blatt an so einem Baum. Jeder von euch kann sich das vorstellen. Tut mal so. Ihr seid ein Blatt an so einem Baum. Und bei diesem Baum gibt es so etwas wie ein Blattbewusstsein. Ihr habt ein Blattbewusstsein und ihr könnt als Blatt nach rechts und links schauen, nach oben und unten und seht, hey, das sind ja lauter Blätter.
Oberblätter, Unterblätter, Rechtsblätter, Linksblätter, überall Blätter. Und wir alle hängen an diesem Baum. Wir sind verbunden, wir hängen an diesem Baum gemeinsam und wir atmen da und wir leben. Und es ist ja total spannend, faszinierend, völlig verrückt. Ich, ein Blatt an diesem Baum. Und wenn ihr gleich die Augen öffnet, dann schaut ihr mal nach rechts und nach links und sagt zu eurem Nachbarn, schön, dass du geboren bist. Und ihr dürft jetzt die Augen öffnen und rechts und links schauen und mal sagen, schön, dass du geboren bist. Schön, dass du, genau. Ja. Ich habe noch nie erlebt, wenn ich das mit Gruppen mache, dass jemand anfängt zu weinen. Und obwohl ihr wisst, dass es nur ein Experiment ist und wir so ein bisschen so tun und es ist alles ein bisschen aufgesetzt, passiert in unserem Gehirn etwas Merkwürdiges. In dem Moment wird Serotonin ausgeschüttet, aber was noch viel wichtiger ist, es wird Oxytocin ausgeschüttet, ein Bindungshormon. Oxytocin ist aber nicht nur ein Bindungshormon, es ist ein Entzündungshemmer, ein Antistresshormon. Das heißt, wenn wir Stress haben und eine gute Beziehung da ist, sinkt der Stresspegel. Also wenn Führungskräfte Menschen Zuwendung, Achtung, Anerkennung, Bindung verweigern, dann handeln sie grob fahrlässig. Das ist Körperverletzung. Oxytocin senkt den Stresspegel. Und in diesem Sinne lade ich euch alle ein, begegnet euch, sagt schön, dass du geboren bist. Das könnt ihr tatsächlich auch miteinander tun, als Mitarbeiter untereinander. Es geht um die innere Haltung, es geht nicht um diesen Satz, das ist allen klar. Oxytocin macht uns leistungsfähiger und gesünder. Und ich möchte mit einem Zitat schließen von Martin Buber: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Vielen Dank.